Willkommen zurück, eine neue Folge World of Warcraft The Burning Crusade Classic. Wir haben in der letzten Folge uns das Arathi-Becken im PvP angeschaut und werden jetzt in dieser Folge uns dem zweiten Battleground widmen, nämlich dem Alterak-Tal. Es kann gut möglich sein, dass das ein kleines bisschen länger dauert, bis die Einladung kommt. Das Alterak-Tal beherbergt ja mehr Spieler. Im Arathi-Becken waren wir 15, die maximal teilnehmen können. Im Alterak-Tal sind es 40. Das Alterak-Tal meistens dafür geeignet, um viel Ehre zu farmen. Und die Ehre wollen wir dann einsetzen, um uns die PvP-Ausrüstung zu holen, zumindest die blauen Items, mit denen wir das Set so ein bisschen vervollständigen können. Es gibt dann auch noch dieses vierte Set, vierte BG, da können wir leider noch nicht teilnehmen. So, hier ist der Startbildschirm vom Alterak-Tal. Wir starten hier in der Basis, die vom Alterak-Gebirge ins Alterak-Tal führt, im Pass von Dun Baldar. Und warten jetzt, bis das Alterak-Tal beginnt. So, was müssen wir beim Alterak-Tal jetzt so machen? Das Alterak-Tal ist quasi ein großes Aufeinandertreffen von zwei riesigen Spielerblöcken, deswegen 40 Spieler auf jeder Seite. Anders als beim Arathi-Becken muss man beim Alterak-Tal keine Flaggen oder Basen einnehmen, um Verstärkungen um Verstärkungen sich aufzubauen, sondern man hat schon sämtliche Basen, wie ihr hier auf der Karte seht, und muss versuchen, die Basen des Gegners zu zerstören. Wir haben oben rechts jetzt unsere Startbasis. Oben links, wo Dun Baldar zu stehen ist, ist unsere Hauptbasis mit unserem, unserem Kriegsmeister quasi. Oder Schlachtmeister besser gesagt. Und ihr seht hier im Verlauf verschiedene Türme und verschiedene Friedhöfe, die es zu erobern gilt. Die blau gekennzeichneten gehören der Allianz, also uns, die rot gekennzeichneten der Horde und die mit neutraler Farbe gekennzeichneten sind eben noch neutral, können aber erobert werden. Zusätzlich seht ihr ganz im Norden, in der Mitte und im Süden etwas links so ein wie einen Minenhund, ne? Minensymbol. Das sind Minen, die zusätzlich Vorräte gewähren. Ja, und unsere Aufgabe ist es jetzt quasi, die Türme einzunehmen und die Friedhöfe einzunehmen. So, wenn man jetzt, oder wie macht man das? Man fährt quasi sowohl in einem Turm als auch an einem Friedhof finden sich Flaggen, ähnlich zum Arathi-Becken. Man nimmt wieder die Flaggen an, dann läuft ein Timer ab von, ich glaube, in dem Fall müssten es 5 Minuten, 3 Minuten, irgend so eine Zeit. Das ist auf jeden Fall länger als am Arathi-Becken. Wenn man bei einem Turm eine Flagge einnimmt und diese Zeit läuft ab, dann wird der Turm zerstört. Ist er einmal zerstört von der gegnerischen Fraktion, dann sind diese Vorräte, die wir gleich sehen, sobald das BG beginnt, sind die Vorräte weg. Das BG beginnt jetzt gleich und ihr seht, oben in der Mitte steht Verstärkungen 600 bei jeder Fraktion. Wenn jetzt so ein Turm zerstört wird, sind um die 100 Verstärkungen sind weg. Und das Team, was als erstes auf Null fällt, verliert, beziehungsweise das Team, was am Ende eben noch Verstärkung übrig hat, gewinnt. Wenn der Turm zerstört ist, kann man ihn auch nicht wieder aufbauen. Also diese Verstärkungen sind weg, der Turm ist zerstört und ist quasi dann nutzlos.
In dem Fall. In dem Turm befinden sich auch NPCs. Seht ihr jetzt rechts auf der Seite ist ebenso ein Turm. Die sind aber weniger stark. Die kann man ziemlich schnell umhauen. Wir versuchen jetzt hier an der Horde vorbei zu deren Türmen zu gelangen. Also hier ist es in den meisten Fällen nicht so, dass man großartig viele Schlachten fährt. Mittlerweile, früher hat man hier Stunden drin rumgezerrt, weil es eben diese Verstärkungssystem auch nicht gab. Das heißt, da hat dann wirklich nur der gewonnen, der einen Endboss unten gehauen hat. Weil das ist die andere Möglichkeit. Man kann über System gewinnen, indem die Verstärkungen auf Null fallen, indem man die ganzen Türme besiegt, beziehungsweise wird auch pro getöteten Spieler eine Verstärkung auf der Gegnerseite abgezogen. Also wenn einer unserer Spieler jetzt stirbt oder der von der Gegnerseite stirbt, werden die Verstärkungen abgezogen. Das seht ihr jetzt schön, jetzt ist der Hortler hier unten, der Magier ist gestorben. Verstärkung der Horde nur noch 599. Auf unserer Seite jetzt einer gestorben, auch nur noch 599. Sind schon zwei gestorben. Das läuft dann sofort. Hier ist jetzt so ein Hauptmann, also ein Zwischenboss. Den kann man auch besiegen. Wenn man den besiegt, sind es auch nochmal 100, 100 Verstärkungen, die da abgezogen werden. Allerdings sieht das hier so ein bisschen aus, als wären wir ein bisschen wenig Leute. Wie viel hat er jetzt noch? 50%? Das könnte man hinbekommen, aber ja, also toll, toll ist es nicht. Jetzt kommt hier noch so ein dämlicher Frostmagier rein von der Horde. Der bringt natürlich auch nochmal. Ja, jetzt bin ich auch gestorben. Ich hoffe ja mal. Nee, das schaffen die jetzt nicht. Jetzt kommt noch einer von der Horde. Okay. Ja, da wurden wir jetzt von unseren Mitspielern so ein bisschen in Stich gelassen und haben den nicht umhauen können. Und da war es nur noch bei 30%. Der heilt sich dann wieder. Auf der Gegenseite hat die Horde unseren Hauptmann, der in der kleineren blauen Basis da in der Mitte ist, umgebracht. Und ihr seht, uns wurden 100 Verstärkungen abgezogen. Ja. Die Allianz ist mal wieder nicht so intelligent im Spiel. Okay, weiter im Thema. Wenn dann der Endboss besiegt wird, der eben jetzt linker Seite, ja, wenn ich jetzt hier reite, wenn ich links in die Burg reingeritten wäre, ist unser Hauptmann oder unser Kriegsmeister quasi drin. Und auf der Horde-Seite ist das eben auch einer, der drin ist. So, wenn der besiegt wird, dann, jetzt bin ich runtergefallen. Wenn der besiegt wird, fällt die Verstärkung der Fraktion, dessen Hauptmann besiegt wird, direkt auf Null. Somit hat die andere Fraktion direkt gewonnen. Das ist auch eine Möglichkeit. Der ist allerdings, sag mal, was mache ich denn hier? Der ist allerdings wesentlich stärker, solange die anderen Türme noch stehen, weil er wird von seinen Generälen oder seinen Soldaten gebufft. Es gibt nämlich für jeden Soldat eines stehenden Turmes noch einen zusätzlichen Soldaten, der dann in der Festung, in der Hauptfestung drin ist. Und die buffen den Endboss und sind natürlich als zusätzliche Gegner nochmal da. Deswegen macht es Sinn, zunächst quasi diesen Hauptmann, den wir vor uns bei der Horde oder eben der auch bei der Allianz ist, den zu töten, dann die ganzen Türme einzunehmen, die niederzubrennen und wenn dann unten der Hauptmann allein in seiner Burg ist, dann zu versuchen, diesen Hauptmann zu töten, um das BG zu gewinnen. Das ist so das normale Szenario. In den meisten Fällen möchte irgendwie die ganze Horde. So, jetzt muss ich zusehen. Ja, super. Jetzt werde ich hier im Stunlock gehalten, kann nicht mehr weiter. Okay. Nächster Versuch. Mein Ziel ist es jetzt, irgendwie in den Süden vorzudringen. Weil hier zu verteidigen kostet nur unnötig Verstärkung unsererseits. Vielleicht komme ich ja irgendwie nach unten wieder durch. Ja,
Ziel ist es eben, die Türme zu vernichten, damit der Boss unten stärker wird. In den meisten Fällen ist es bei der Allianz so, dass sie einfach durchreiten, unten die beiden Türme in der Hordebasis vernichten wollen und dann den Boss mit zwei Adds machen wollen. Funktioniert relativ selten, einfach aus dem Grund, weil es reichen dann schon drei, vier, fünf Hordespieler, die unten verteidigen, aus, um dich wipen zu lassen. Deswegen macht es die Horde mal wieder intelligenter und sammelt auf der Strecke, die sie nach oben zurücklegen, auch die Allianztürme mit ein, an dem wir vorhin vorbeigeritten sind, also der oben an der Kante, wo ich jetzt auch gerade gestorben bin, und der mitten im Feld. Platzieren da meistens drei oder vier Spieler drin, die aufpassen, dass der Turm nicht wieder ja, erobert wurde. Das passiert halt ganz, ganz einfach, indem die Flagge wieder umgefleckt wurde, ne, wie beim Arati-Becken. Die Spieler rücken danach, sobald die Türme zerstört sind. Komischerweise bei der Allianz passiert das nicht. Also, wenn die Türme schon einnehmen, dann wird vielleicht mal ein Spieler zurückgelassen oder so. Der kann dann aber meistens gegen Spieler, die versuchen, ihn. Jetzt wäre ich wieder hier festgewurzelt. Aber ich habe den Wucherwurzeln widerstanden und versuche jetzt, dem Krieger auszuweichen. Er versucht, mir hinterher zu kommen, aber ich bin dann doch schneller. Zum Glück habe ich jetzt schon das 110% Mount und eine schnellere Reitgeschwindigkeit, okay. Ja, und die Türme werden dann wieder erobert. Ihr seht, die beiden Türme der Horde sind halt rot. Unsere sind schon von der Horde angegriffen und werden bald zerstört. Wir haben jetzt allerdings auch den östlichen und westlichen Frostwolf-Turm, also den Turm in ihrer Basis hier unten, zerstört. Unten den Friedhof eingenommen. Das heißt, alle Spieler, die über die Hälfte der Wegstrecke zurückgelegt haben, spawnen dann eben auch unten in der Hordebasis und nicht mehr oben in unserer, müssen somit nicht mehr nach unten reiten, sondern spawnen gleich unten. Und ich versuche jetzt oben hier den Turm einzunehmen, dass wir noch mehr Verstärkung von der Horde abzweigen können. Ihr seht, die 100 Punkte, die wir knapp Rückstand haben, das ist dieser kleine General, den die Horde bei uns getötet hat und wir aber nicht. Ansonsten haben wir zwei Türme zerstört und die Horde hat zwei Türme zerstört. Da es jetzt hier nicht viel bringt, wenn ich alleine in dem Turm drin bin, flecke ich den bloß um und hoffe mal, dass die Horde es nicht interessiert, dass ich den Turm jetzt umgefleckt habe. Vielleicht wird er ja auch so zerstört. Wie gesagt, es muss ja ein Spieler wieder hinreiten und den Turm aktiv wieder umflecken, damit wir den Turm beschützen. Ich kann jetzt einen unserer Elite-Mobs zurückschicken. Die liegen manchmal in den Türmen rum. Und muss jetzt gucken, dass ich hier die Bogenschützen kille. Die sehen mir schon etwas stärker aus. Besonders die machen ganz schön viel Schaden. 300 pro Schuss. Ich muss schnell einen killen. Dann zusehen, dass ich hier mich in der Ecke ein bisschen verstecken kann, um nicht weiter getroffen zu werden. Springen funktioniert auch. Ja, mein Gear ist halt noch nicht so gut, um hier alles wegzuschnetzeln. Das heißt, viel muss mein Pet machen. So, ich kann jetzt hier Line of Sight gehen und immer mal kurz, wenn mein Schuss es erlaubt, quasi den Gegner anschießen und dann wieder Line of Sight gehen. Ja, es ist ein bisschen kritisch, ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber okay. Ich muss natürlich hoffen, dass keiner von der Horde kommt. Da vorne seht ihr auch auf der rechten Seite jetzt so ein bisschen den Friedhof. Da sind auch NPCs rundherum postiert. So, und dann habe ich bald. Ach, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Dann geht's wieder nach oben. Zum Glück macht mein Pet hier quasi alles. So, und unten sammeln sich die Leute und warten jetzt, dass halt noch welche nach unten kommen,
dass man den Endboss killen kann, weil da braucht man dann schon 20, 25 Leute Minimum dazu, wenn noch zwei Türme stehen, weil ansonsten schafft man es nicht. Und das ist halt der Fehler, der immer auf Allianzseite gemacht wird. Ein paar reiten durch, ein paar wollen oben deffen gegen die Horde. Und die Türme werden nicht eingenommen und dann sind unten zu wenig Leute, die stehen nur rum, warten. Und in der Zwischenzeit sind die Türme von der Allianz durch die Horde zerstört worden. Man kann hier auch schon umflecken, ohne dass man weiterkämpft, das ist kein Problem. Und der Boss von uns wird schwächer, der von der Horde bleibt so stark, das interessiert den dann natürlich nicht, wenn die ganzen Türme nicht zerstört sind. Und ja, die Allianz steht halt unten nur rum und wartet, bis mal ein paar Spieler kommen und oben in der Zwischenzeit hat die Horde dann gewonnen, weil sie den General umgehauen hat. Okay, beide meiner Türme sind jetzt gefleckt. Mit dem bisschen Leben kann ich allerdings nicht viel weiter voranschreiten. Das heißt, ich versuche mal mein Glück, ob ich nach unten durchreiten kann, beziehungsweise falls ich sterbe, müsste ich eigentlich unten spawnen, weil uns unten der Friedhof jetzt gehört. Der Eisblutturm wurde schon wieder von der Horde erobert. Das heißt, in dem, den ich vorhin umgefleckt hat, sind halt Hortler eingedrungen und haben den zurückgeholt. Gut, wird sich jetzt nicht viel ergeben. Warum ich jetzt nicht einfach reingeritten bin und habe mich sterben lassen, weiß ich nicht genau. Der Hexer hat auch nicht mehr viel Leben. Ja, komm, jetzt geh rein und wenn du halt stirbst, kommst du dann beim Friedhof wieder raus. Also nicht viel Unterschied. Klar, es ist eine Verstärkung weniger, die wir dann haben. Das ist logisch, das ist nicht so schön. So, hier kann man ein kleines bisschen rumsneaken. Jetzt wurde ich von dem Schurken erholt. Und meine Kollegen stehen oben. Keiner gibt eine Heilung. Wie immer. So, die stehen alle hier da. Und warten. Eigentlich müssten es genügend sein, dass wir trotz der zwei verbleibenden Türme den General killen können. Guck mal, unsere beiden Basistürme stehen ja auch noch da. Und die Horde kann noch nicht angreifen. Die haben noch nicht mal den Friedhof. Also normal müssten wir eigentlich nur die Hordler, die jetzt gekommen sind, töten. Und dann rein. Ja, hier schreibt es auch schon einer, ne? Go for track, all tank. So, einen Tank haben wir. Das heißt, wir clearen jetzt einfach die paar Hordler, die jetzt hier noch da sind, marschieren rein und dann sinnvoller Pull und los geht's. So, das ist der Endboss. Er hat hier 126 Leben. Oh, der hat schon angefangen mit Pullen, okay. 126.000 Leben. Und jetzt heißt es voll draufhalten. Die anderen Adds werden so ein bisschen aufgetankt. Wir ziehen voll auf den Boss durch. Die paar Hortler, die reinkommen, müssen wir jetzt halt zusehen, dass wir die so besiegt bekommen. Jetzt ist mein Pet leider gestorben, da hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. So, der Boss hat noch 60% Leben. Jetzt kommen ein oder zwei Hortler hier mit rein. Die sollten wir trotzdem umfokussen, weil die können halt ziemlich CC'en. Und irgendjemand rennt hier raus, sodass die Adds dauernd resetten. Das ist natürlich nicht gut, weil da resetten die mit der Aggro und kriegen die Heiler Aggro. Ja, jetzt sterben wir jetzt hier doch. Nicht gut gehandelt. Na gut, schnell wiederbeleben, wieder. Moment. Ach, die haben auch noch einen Friedhof verloren. Ja, okay. Das ist natürlich Fail bis zum Get-No. Also, wenn man schon den Pull macht, entweder man zieht ihn komplett durch und der Boss liegt, oder man hat es zumindest so, dass man unten respawnen kann an dem Friedhof und kann dann schnell reinlaufen, um die Aggro zu übernehmen für die, die gerade noch drin sind. Aber
dann auch noch den Friedhof unten zu verlieren, gegen wie viele Hortler waren das? 5 Stück oder so? Das ist schon wieder, das ist beschämend. So, jetzt hilft's alles nichts. Also Draktar können wir quasi, also den Boss von der Horde können wir vergessen. Die perfekte Taktik wäre jetzt, ihr wisst, es sind noch 2 Türme da. Das heißt, ein paar Leute defen von unserer Seite, dass die Horde die Türme oben nicht zerstören kann. Wir haben noch den Horde-Hauptmann, der 100 Punkte Verstärkung hat. Und wir haben noch die 2 Türme, die nahezu 100 Punkte Verstärkung haben. Und die sind ja nicht ganz unten. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier durchschlagen, durch die paar Hortler, die jetzt hier noch rumrennen, dann wäre es am sinnvollsten, den Hauptmann als erstes zu killen. Und dann am besten so viele Leute, wie es möglich ist, die nach unten laufen, in die 2 Türme zu positionieren, die 2 Türme einzunehmen und zu vernichten. Somit sinkt die Verstärkung der Horde auf null. Und damit haben wir das Match gewonnen. Wir müssen jetzt nicht durch und unbedingt direkt da unten nochmal bekämpfen. Das ist ein viel zu großes Risiko. Das ist das, was die meisten jetzt nicht verstehen. Die reiten jetzt, ohne mit der Wimper zu zucken, nach unten durch und denken halt kein bisschen taktisch. Ne? Wir haben jetzt die Horde hier gewiped, sind, also die paar Leute hier, die von der Horde da sind, sind jetzt quasi, wenn ich dann außer Fight mal komme, sind jetzt quasi bereit. Können dann genau die Taktik machen, den Hauptmann und die 2 restlichen Türme. Im Chat seht ihr allerdings, ja, wir müssen definitiv nach Süden vordringen. Ich bin immer noch in Fight, ich weiß noch nicht wieso, aber die ganze Zeit halt. Dann können wir auch den Droiden hier noch killen. So, komme ich jetzt mal bitte out of Fight. Ja, genau, jetzt. So, jetzt können wir wieder aufmounten. Und jetzt, ja, müssten wir eigentlich bloß den Hauptmann killen und die 2 Türme einnehmen. Mal sehen, was passieren wird. Die ersten reiten am Hauptmann schon vorbei. Oder bleiben sie davor stehen? Ja, sie reiten vorbei. Ja, was willst du da machen? Ich ping sie jetzt die ganze Zeit, aber das wird halt gepflegt ignoriert. Ja, der Turm ist zumindest sinnvoll, dass man den macht, aber wie gesagt, wir brauchen den Hauptmann und beide Türme. Und der Hauptmann wäre halt jetzt mit der Gruppe sehr schnell erledigt, weil wir sind hier ungefähr 10 bis 15 Leute, wäre sehr schnell erledigt. Und dann könnten wir einfach uns an den 2 Türmen gleichmäßig aufteilen und das ist dann auch nicht so schnell zu verteidigen von der Horde. Aber okay. Die Hälfte oder ein Großteil will halt unten Traktor wieder machen, was ja beim ersten Mal jetzt nicht so pralle funktioniert hat und wir sind ja schon beim ersten Mal gewiped und so viele Spieler sind wir jetzt nicht wie das letzte Mal. Und die anderen wollen, wie ich, eben die Türme machen. Und da sieht man halt, bei der Allianz ist da keine Stimmigkeit drin. Und die Horde-Gruppe jetzt war eben auch nicht so pralle, weil normal hat die Horde jetzt schon längst gewonnen. In dem Fall ist es nicht der Fall gewesen. Also hatten wir eigentlich die Chance. Ne? Am Anfang den Dings mit zu killen, also den Hauptmann mit zu killen. Und jetzt hier einfach noch mal die Türme einzunehmen. Also an sich ist das ein easy win. So, hier sind wir aber jetzt nur noch zu zweit. Das ist jetzt auch nicht so pralle. Jetzt kommen hier 2 hoch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich stelle mal vorrangig eine Brandfalle hin. Der hat, ach so, der hat einfach durch die Wand durchgeschlagen. Ja, super. Ja, die haben uns halt dann doch gekillt. Ja, wie gesagt, ne? 5 Leute pro Turm oder lass es 7 Leute sein, ist ja egal. Da hätten wir die beiden Türme gehabt. Den Hauptmann hätten wir schnell gekillt. Wäre das Ding gewonnen gewesen. So kommt jetzt die Horde halt in unsere Basis und nimmt unsere 2 Türme an. Die müssen direkt da nicht besiegen. Die wissen das ganz genau. Denen reichen die beiden Türme und gut ist. Für uns Allianz, ja.
Also die einzige Möglichkeit zu gewinnen ist, Rektor umzuhauen. Was anderes geht ja nicht. Naja. So ist das eben. Jetzt siehst du hier unten, da stehen halt 7 Leute oder 8 Leute unten in der Hortebasis und warten jetzt, bis der an Altersschwäche stirbt oder so. Und schreiben aber die ganze Zeit im Chat, jetzt kommt mal runter und bewegt euch und so, als wäre das jetzt so einfach. Ah, der stand natürlich genau an dieser Stelle. Dieser Schurke. Ja, okay. Ja, mit runterkommen ist halt auch nicht mehr so einfach, ne? Ja, und das ist diese Problematik. Ne? Die sind jetzt dort unten, anstatt dass sie einfach sagen, wir können das hier unten zu 8, zu 9 eh nicht schaffen. Lass doch lieber hochgehen und zumindest schon mal einen der beiden Türme zerstören. Ja? Nee, die Horde kann ihre Türme halt einfach wieder einnehmen, weil keiner von uns mehr unten ist. Und die unten warten nur. Und hier oben wird dann quasi das Match verloren. Naja. Wir versuchen es nochmal nach unten zu kommen. Vielleicht können wir ja zumindest noch einen Turm einnehmen. Auch wenn man das Schlachtfeld verliert, es gibt halt eine Menge Ehre. Man bekommt Ehre, wenn die Spieler in der Nähe getötet werden oder wenn man selber Spieler tötet. Die meiste Ehre bekommt man, jetzt wieder für die Allianz-Spieler, die meiste Ehre bekommt man, wenn man die Türme und den Hauptmann tötet und ein kleines bisschen mehr noch für einen Endboss. Aber wenn man nur einen Endboss tötet, ist das, wenn ich mich recht entsinne, weniger Ehre, als wenn man das BG verliert, hat aber sämtliche, naja, ich einfach keine Chance irgendwie durchzukommen. Wenn man sämtliche Türme zerstört und dann aber verliert, weil eben der Gegner irgendwie schneller war oder so. Aber die Türme bringen halt sehr viel Ehre, nur ja, das muss man eben auch erstmal begreifen. Ja, es sind jetzt noch ein paar einzelne Spieler hier mit nach unten auf dem Weg. Der zweite Turm, die Turmstellung, wurde von der Horde auch wieder erobert. Das heißt, den hier zu bekommen, ist jetzt auch nahezu unmöglich. Ja, jetzt ist die Frage, also hier komme ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Ich versuch's mal. Ach, diese Wucherwurzeln. Wenn man Schaden bekommt, sollten die weggehen. Sind sie jetzt nicht, die sind halt einfach da geblieben, okay. So, jetzt sind wir zumindest, haben sie den Friedhof eingenommen, das heißt, wir spawnen jetzt schon an unserem Startgebiet in der Höhle wieder. Und können jetzt so ein bisschen außenrum uns sneaken. Ja, aber die unten warten halt immer noch. So langsam geht uns die Verstärkung aus. Wir sind 60 Punkte zurück. Wir wären 40 Punkte vorn, wenn wir den Hauptmann erledigt hätten. Ne? Immer das mal im Kopf behalten am Anfang. Und da hätten ein oder zwei Spieler mehr nur benötigt, ne? Die einfach so vorbeigeritten sind. Okay, so. Ja, natürlich, wir kommen jetzt schnell nach unten. In den Süden ist ja überhaupt kein Problem. Machen wir. So. Jetzt bleiben wir auch noch hängen. So, weiter geht's. Der Friedhof unten wurde wieder eingenommen von der Allianz. Im Zentrum der Horde. Oben wird sich tapfer so ein bisschen verteidigt. Die einzelnen Spieler wie ich versuchen jetzt nach unten zu kommen. Ist halt ein bisschen schwierig. Man muss an diesem Chokepoint hier vorbei, ne? Wo die Horde lang reitet. Da müssen wir irgendwie dran vorbeikommen. Vielleicht sehen sie uns ja manchmal nicht. Der Schurke hat uns nicht mitbekommen, der Hexer auch nicht. Und der Mage ist weitergeritten. Okay. So, es scheint, als dass wir vorbeigekommen sind.
Horde hat jetzt 70 Punkte Vorsprung vor uns. Oder noch 70 mehr Verstärkung. Ja, die einzige Möglichkeit ist immer noch die Türme. Ich weiß nicht, warum die dort unten zu 8, 9 drum stehen. Das bringt nichts. Selbst wenn wir 3, 4, 5 Leute noch unten ankommen, macht es halt keinen Sinn, weil selbst dann kriegen wir Traktor nicht hauen. So viel Heilung kannst du gar nicht bringen. So, das heißt, ich ping jetzt nochmal, dass wir doch bitte den Hauptmann machen. Der eine Spieler rennt zumindest mal rein. Vielleicht können wir ihn denn noch besiegen. Schauen wir mal. Es ist ein Pala, aber zu zweit wird es halt nichts. Den Rest interessiert es einfach nicht. Klar, ja, einen Turm mit einnehmen, aber kommt doch einfach rein und mein, die Horde interessiert der Hauptmann jetzt nicht, ne? Da wird jetzt kein Hortler reinkommen und uns stören. Das heißt, wenn wir hier fünf Leute sind, können wir den Hauptmann schnell killen, aber okay, es will keiner. Was soll man da machen? Ich meine, das ist halt Verweigerung des möglichen Sieges und so. Mittlerweile ist der Turm so häufig wieder eingenommen worden, dass einfach die Wachen wieder respawned sind. Das muss man sich mal vorstellen. So, den Hodler konnten wir killen. Leider ist auch der Jäger mitgestorben, der mit hier gekämpft hat. Aber wir probieren jetzt nämlich das ein bisschen zu sneaken und uns an den Rand zu stellen. Dann können uns die Wachen nicht mehr treffen und wir können den Turm umflecken und danach eben die Wachen Stück für Stück besiegen. So, wenn jetzt die Leute von unten hochgekommen wären und hätten den anderen Turm noch mit angegriffen, könnten wir immer noch gewinnen. Weil oben wird ganz gut verteidigt. Wir haben noch 114 Verstärkung. Wenn wir die beiden Türme jetzt noch zerstören und die oben die letzten Turm noch halten, der gerade wieder zurückerobert wurde, jetzt bin ich wieder runtergefallen, der Südbunker, dann haben wir die Möglichkeit, so jetzt muss ich gucken, dass ich vor dem Droiden hier erstmal wegkomme. Weil viel Leben habe ich jetzt hier nicht. Dann haben wir die Möglichkeit, das Match immer noch zu gewinnen. Ja? So, aber zunächst müssen wir jetzt definitiv erstmal das hier abwehren. Mein Pet macht jetzt den Rest hier. Der Droid ist immer noch hier unten. So, kommt er jetzt hier hoch? Ich hoffe mal, dass die anderen beiden das so ein bisschen abwehren. Ah, der vergreift sich an dem einen Jäger, okay. So, die Wache ist tot. Jetzt schicke ich mein Pet mit auf den Droiden. Ja, den Droiden hat er besiegt bekommen. Sehr schön. Ja, wir können den Turm hier einnehmen. Ah, unsere beiden Türme oben sind angegriffen. Die müssen sie definitiv verteidigen. Aber. Ja, es kümmert sich halt keiner um die Turmstellung, ne? Da unten stehen immer noch die 8 bis 10 Leute rum und schreiben in den Text, warum denn keiner runterkommt. Ja, wieso wohl? Also, das sieht man ja schon an der Karte. Ja, okay, ne? Ja, jetzt heißt's für uns hier warten, hoffen, dass die oben die beiden Türme wieder zurückerobern und dann, sobald dieser Turm hier zerstört ist, noch zur Turmstellung gehen. Das ist halt die einzige Möglichkeit. Wie gesagt, es wurden zu. Ja, es sieht schlecht aus. Die sind so weit zurückgedrängt, dass sie die beiden Türme wahrscheinlich nicht mehr einnehmen können. Es wurden zu viele Fehler von den Mitspielern hier begangen, vor allen Dingen von denen, die unbedingt nach unten rennen wollten. Ja, jetzt ist der Nordbunker zerstört worden von uns. Jetzt haben wir nur noch 8 Verstärkung. Also jetzt ist jeder Spieler, der quasi stirbt, ist schon entscheidend auf unserer Seite. 3, 2, 1.
Kriege ich den Druiden noch getötet? Haben noch eine Verstärkung. Das wird spannend. Ah, ich hab's nicht abschießen können. Der Druide ist noch gefallen. Und dann war unsere Verstärkung aus, ja. Wie gesagt, einfachstes taktisches Spiel. Aber man kann es halt leider alleine nicht durchführen, sondern ist eben auf die Intelligenz von anderen Spielern angewiesen. Von daher, ja, schwierig das so durchzuführen, wenn manche eben ja, sehr, sehr beschränkt für viele Vorschläge bzw. für taktisches Verständnis sind, die halt einfach nur runterrennen können und gut ist. Okay, wir werden in der nächsten Folge dann die Kriegshymnenschlucht, also das dritte BG, nochmal durchgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir im Pre-Patch PvP betreiben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!